Warum hat Lord Voldemort nicht einfach den Fidelius-Zauber benutzt, um seine Horcruxe zu verstecken? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video behandeln wir ein wirklich interessantes Thema. Und zwar, warum Lord Voldemort den Fidelius-Zauber nicht einfach genutzt hat, um seine Horcruxe zu verstecken. In der Zauberergesellschaft gilt die Herstellung eines Horcruxes als eine der abscheulichsten Handlungen in der Magie. Wahrscheinlich der Grund, warum diese bösen Objekte so selten sind. Seit ihrer Erschaffung durch einen alten griechischen Zauberer namens Herpo dem Üblen war Voldemort der erste bzw. der zweite bekannte Zauberer mit Herpo dem Üblen, der einen Horcrux erschaffen hat. Obwohl das genaue Ritual den meisten Zauberern relativ unbekannt ist, soll es so barbarisch und dunkel sein, dass selbst Hexen und Zauberer, die davon wissen, nicht darüber sprechen wollen. Es ist eine Praxis, die in den meisten Zauberschulen einschließlich der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei verboten ist. Hogwarts ist sogar so weit gegangen, jegliches Lesematerial zu diesem Thema selbst in der verbotenen Abteilung des Schlosses zu verbieten. Die einzigen sicheren Details sind, dass man bereit sein muss, einen anderen ohne Reue zu töten und dann ein Ritual durchführt, das tief in den Traditionen der dunklen Künste verwurzelt ist, dessen genaue Einzelheiten ein Geheimnis bleiben. Das Ergebnis des Rituals ist die Spaltung der eigenen Seele in zwei Teile, wobei das aus dem Körper gerissene Seelenstück ein neues Zuhause benötigt, der Horcrux. Technisch gesehen kann das Gefäß für die Seele fast jeder Gegenstand sein, aber historisch gesehen wurden unbelebte Gegenstände gewählt, um die geschändeten Seelenstücke aufzunehmen, da ein lebloser Gegenstand nicht für sich selbst denken oder sich bewegen kann, was ihn zu einem sichereren Ort macht, um ein Stück deiner eigenen Seele aufzubewahren im Vergleich zu einem lebenden Wesen, das eigene Entscheidungen treffen könnte und einfach weggehen kann. Es ist jedoch möglich, ein Stück der eigenen Seele in einem belebten Objekt zu verankern, wie es der dunkle Lord tat, indem er absichtlich oder versehentlich Horcruxe in seiner Hausschlange Nagini oder in Harry Potter schuf. Wenn das Ritual mehr als einmal durchgeführt wird, was vor Voldemort noch nie der Fall war, wird die verbleibende Seele erneut im Körper der Hexe oder des Zauberers gespalten, wobei das neue Stück der abgerissenen Seele ein weiteres Gefäß benötigt, um es aufzunehmen. Die Herstellung eines einzigen Horcruxes erfordert also eine erhebliche Menge dunkler Magie und die Bereitschaft, unglaublich schreckliche Dinge zu tun, einschließlich natürlich einem Mord. Es fordert zweifellos einen Tribut vom Körper und Geist der Person, die dieses abscheuliche Verbrechen begeht. Wahrscheinlich glaubte Voldemort, dass die Durchführung des Rituals und das einmalige Zerreißen der Seele ausreichen würde, um den Schmerz und das Leiden zu ertragen, das ein durchschnittlicher dunkler Zauberer im Namen der Macht erleiden musste. Aber nicht für Voldemort. Der dunkle Lord war nicht nur bereit, einmal seine Seele zu spalten, er war bereit, dies viele Male zu tun. Das heißt, selbst wenn Lord Voldemort nichts Besonderes von dem schrecklichen Artefakt der Erschaffung mehrerer Horcruxe gestört wurde, klingt das Zerreißen der eigenen Seele nicht nach einer angenehmen Erfahrung. Wenn jemand seinen Körper und seine Seele so oft auf diese Weise opfert, sollte man dann nicht annehmen, dass er alles tun würde, um seine neu geschaffenen Horcruxe zu schützen? Besonders weil Voldemort sie erschaffen hat, um Unsterblichkeit zu erlangen. Würde er nicht alles in seiner Macht Stehende tun wollen, um einen Zauber anzuwenden, um sie zu verbergen? Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, einen Geheimhaltungszauber wie den Fidelius-Zauber zum Beispiel? Okay, wie viele von euch wissen, ist der Fidelius-Zauber ein Zauberspruch, der ein Geheimnis mit dem Schutz eines Geheimniswahrers verbirgt. Das ist der Zauber, den Lily und James Potter benutzt haben, um sich vor Voldemort zu verstecken. Normalerweise funktioniert das auch ganz gut, in deren Fall natürlich nicht. Tragischerweise vertrauten die Potters dem falschen Geheimniswahrer und so konnte der dunkle Lord sie aufspüren. Aber wenn man diesen Zauber benutzt und einen zuverlässigen Geheimniswahrer hat, kann man sein Geheimnis vor jedem verbergen, selbst wenn es direkt vor seinen Augen liegt. Nur der Geheimniswahrer kann anderen enthüllen, was verborgen ist, sei es eine Person oder eine Sache. Es scheint also fast eine Selbstverständlichkeit zu sein, diesen Zauber zu verwenden, wenn man möchte, dass Teile seiner Seele für alle Ewigkeit verborgen und unversehrt bleiben. Warum hat Voldemort es also nicht benutzt? Nun, zufälligerweise habe ich einige Gedanken zu diesem Thema. Voldemort begann mit der Schaffung seiner Horcruxe, als er noch unter seinem Geburtsnamen Tom Riddle war. Wir wissen, dass er sich zunächst für diese Art der dunklen Magie interessierte und sie kennenlernte, als er noch Hogwarts besuchte, denn er bat Professor Slughorn um Informationen zu diesem Thema, als er noch ein Schüler war. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass der junge Tom Riddle den Fidelius-Zauber einfach nicht kannte und deshalb nicht auf die Idee kommen konnte, ihn zu verwenden. Immerhin ist es ein recht komplexer Zauber, der jungen Schülern in Hogwarts nicht einfach beigebracht worden wäre.
Außerdem ist der Fidelius-Zauber keine dunkle Magie, was ihn für Tom vielleicht weniger interessant gemacht hätte. Aber natürlich, als Tom zu Voldemort wurde, ist es fast sicher, dass er den Zauber gelernt hätte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Zauberspruch die Potters vor ihm versteckt hat. Also warum hätte er ihn dann nicht benutzen wollen? Vielleicht hat er einen Geheimniswahrer ausgewählt und die Standorte seiner Horcruxe im Nachhinein mit dem Zauberspruch versteckt. Nun, aber der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass Voldemort einfach niemandem genug vertraute, um die Standorte oder vielleicht sogar die Existenz seiner Horcruxe preiszugeben. Denn was wäre, wenn die Person, die er als Geheimniswahrer ausgewählt hätte, ihn verraten hätte? Genauso wie Peter Pettigrew die Potters verraten hat. Dann könnten seine gut durchdachten Pläne zur Unsterblichkeit, die er jahrzehntelang geschmiedet hätte, schneller in Rauch aufgehen, als sie zu verwirklichen begonnen hätten. Selbst wenn er ein paar andere Geheimniswahrer ausgewählt hätte, um seine Horcruxe zu verstecken, hätte er dies vielleicht als noch risikoreicher angesehen. Denn dann hätten noch mehr Hexen und Zauberer von seinem Plan ewig zu leben erfahren, was seinen gesamten Plan gefährden könnte. Ich denke, es ist auch erwähnenswert, dass wenn Voldemort den Fidelius-Zauber benutzt hätte, um seine Horcruxe zu verstecken, nach dem Tod seines ausgewählten Geheimniswahrers jeder, dem diese Person als Geheimnis des Dunklen Lords verraten hätte, ein neuer Geheimniswahrer geworden wäre. Das hätte natürlich das Risiko stark erhöht, dass jemand Informationen über seine Horcruxe an die gesamte Zaubererwelt weitergibt. Vielleicht glaubte Voldemort nicht, dass das Risiko, seine Horcruxe an jemanden weiterzugeben, der ihn verraten könnte, das wert war. Oder zumindest war die relativ kurze Zeitspanne es nicht wert, in der er seine Geheimnisse verborgen halten konnte. Er hätte es natürlich auch anders machen können und dem Geheimniswahrer, den er auswählt, auch einen Horcrux erschaffen können, sodass dieser auch ewig mit ihm lebt und ewig treu zu ihm bleibt. Aber ich glaube, dafür war Voldemort zu stolz und er dachte, er darf die einzige Person sein, die ewig leben würde. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was denkst du darüber? Stimmst du mit dem zu, was ich gesagt habe? Oder hast du eine andere Idee, warum Voldemort den Fidelius-Zauber nicht benutzt hat, um seine Horcruxe zu verstecken? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.